ja, mittlerweile fast 14 Tage in der Quarantäne. Wie ihr gesehen habt, ich habe Post bekommen. Mittlerweile läutet die Post nur noch an, nur dass die Backerl vor der Tür stehen, was sehr gut ist. Aber trotzdem Hände waschen immer danach, alles putzen, weil man weiß ja nie, was da drauf ist auf dem Gerät. Bekommen habe ich heute, habe ich mir bestellt auf Willhaben gebraucht, ein Lumix-Objektiv 1260. Das werde ich jetzt dann drauf geben und schauen. Fürs Vloggen ist das sicher um einiges besser als das 25 mm Objektiv. Also werden wir mal drauf schrauben und schauen, wie das funktioniert. Einmal 12 mm. Das schaut ja gleich viel besser aus und ich bin viel weiter und ich kann auch, wenn ich die Kamera. Ist das ein Traum? Ein neues Vlog-Objektiv. So eine Katze. Hallo. Bitte, Katze. Sie schlaft so gern in Schachteln. Also, folgender Plan: öfter einen Vlog machen für die Zukunft jetzt in der Quarantäne. Das zweite ist, ich werde mich jetzt auf Produktvideos spezialisieren und dafür habe ich mir bestellt ein Godox SL60W. Vom Budget her geht das noch, das passt in das Budget. Auf Amazon ist es gerade sehr schwierig, sich Sachen zu bestellen, weil meistens die Lieferzeiten über einen Monat sind, auch mit Prime. Deswegen habe ich jetzt nach Alternativen gesucht und auf eBay habe ich das Godox gefunden, um sage und schreibe sogar 96 € nur. Und es wird sogar schon morgen geliefert. Ich habe es gestern bestellt und morgen jetzt geliefert, laut eBay. Also, auf Amazon würde das kosten knappe 140 €. Wer das Godox nicht kennt, das ist ein LED Daylight für ein Dauerlicht. Dazu habe ich mir zusätzlich bestellt, was ich leider nirgendwo anders gefunden habe, sondern nur auf Amazon. Und ich hoffe, dass die Zeiten halbwegs, dass die wirklich bald kommen, eine parabolische Softbox, eine 48 Zoll, also ein richtig großes Ding, und einen C-Stand habe ich mir bestellt, damit ich schön von oben leuchten kann, ein 3 Meter C-Stand. Also Produktvideos, eine Alternative zum Beispiel. Aber jetzt muss ich kurz in die Natur. Tada! Im Wald. Da kann ich mich einfach am besten entspannen und die Ruhe genießen. Ja, leider geht die Sonne schon unter. Aber warum ich mir jetzt diese Linse besorgt habe, ganz einfach: fürs Vloggen braucht man einfach ein gutes Weitwinkelobjektiv. Und da war das 25 mm leider zu nahe immer an meinem Gesicht und das will man, glaube ich, nicht mehr zuschauen so nahe. Deswegen ein sehr gutes Weitwinkel, wie ich finde, und zu dem Preis auch noch echt gut. Leider ist es nicht so lichtstark wie das 25 mm, denn es ist nur, wenn ich gerade so sehe, 3,5 bis 5,6, aber völlig ausreichend fürs Vloggen. Wenn ich dann wieder Filme drehe und Produktvideos, dann wird es sowieso wieder der Speedbooster draufgeschraubt mit einem guten Objektiv. Ja, bevor die Sonne jetzt komplett untergeht, noch ein kurzes Wort.
Was haltet ihr davon, Produktvideografie oder Produkte fotografieren? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon, was macht ihr jetzt in dieser Zeit und wie haltet ihr euch über Wasser? Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke betätigt. Ich werde jetzt nach Hause gehen und mir einen heißen Tee machen und dann wieder ein normales Abendprogramm starten mit Kindern und Familie. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Also ciao, bis bald.